Willkommen zurück zu FIFA 23. Wir spielen in der Championship unser erstes Spiel gegen Huddersfield. Und generell gibt es in diesem Part die ersten Spiele der Championship. Vor uns liegen wichtige Spiele. Ja, Leute, ich hatte es die letzten Tage sehr schwer, denn ich habe mir einen grippalen Infekt eingehandelt und meine Nase ist immer noch verstopft. Ich habe das zwar sogar schon vor 2 Wochen der Fall, als ich zuletzt aufgenommen habe. Oder so halbwegs, ich meine, 3 Wochen ist es sogar schon her. Nun ja, wir spielen tatsächlich Höhepunkte, wobei wir zuvor natürlich schauen müssen, dass wir Riedewald irgendwie unterbringen, weil der möchte unbedingt spielen. So. Wie immer Höhepunkte, das ist ja meine neueste Leier. Und mal schauen, wie es jetzt so in der zweiten Liga läuft. Wir greifen gleich mal an. Ronaldo vorne dabei scheint vielversprechend zu werden. Das war jetzt erstmal nichts. Ja. Schade drum. Da muss man sich vielleicht erstmal wieder eingrooven, neue Liga, wie ein neues Leben, sage ich ja immer so schön. Und das habe ich jetzt gerade ordentlich versaubeutelt. Hätte ich längst abwehren können, aber ich habe es nicht getan. Ich Gangster. Mensch, was ist denn los? Okay, das ist überhaupt nicht cool. Puh, meine Güte, da hatten wir das schon entschärft, Mensch. So Alleingang von uns. So, jetzt aber, komm Saha. Schade drum. Und wir sind noch nicht fertig mit der ersten Halbzeit. Huddersfield darf noch mal. Also entschuldigt, wenn ich jetzt noch ein bisschen angeschlagen mich anhöre in den kommenden 9, 12 Parts. Je nachdem, was ich aufnehme. Meine Güte, ist das ein schlechter Schuss. So, jetzt muss ja doch mal ein Sieg kommen, Mensch, oder irgendein ein Key Moment. Aber wir verschießen. Und jetzt gibt es sogar einen Elfmeter für Huddersfield. Ach, ich glaube, ich spinne. Gott sei Dank abgewehrt. So, das sieht doch jetzt relativ gut aus, möchte man meinen. Aber ich treffe gar nichts. Es gibt einen Konter für Huddersfield. Passiert unfassbar viel in diesem Spiel dafür, dass es noch 0-0 steht. Aber trotzdem wirkt es irgendwie highlightarm. So, jetzt aber. Aber da steht leider Gottes mal wieder niemand. Und das war's. 0-0. Wir starten mit einem Unentschieden in die Saison. Jo. Vorzeichen, dass doch ein etwas rauerer Wind hier in dieser Liga weht, oder wie habe ich das zu deuten? So, Riedewald kommt nicht weg. Dafür geht es jetzt weiter gegen Cardiff City, kann es sein? Ne, Middlesbrough. Die waren ja mal vor kurzem, glaube ich, in der Premier League.
wenn mich nicht alles täuscht. Mache ich hier mal ein paar kleinere Anpassungen. Und lass auch Riedewald wieder spielen. Weil er hat das so gut gemacht. Den möchte ich gerne nochmals sehen. Und ansonsten, ja, vielleicht mache ich Huges für den hier. Ja, ich muss, glaube ich, wieder meine Nase putzen. Das, ich glaube, das klingt durch das Mikrofon gar nicht mal so schlecht. Und Ese für Knoche. Und seltsamerweise keine Internetverbindung mal wieder. Wir hatten nämlich vor 2 Tagen erst eine Internetstörung, aber es war eine Großraumstörung, die glücklicherweise behoben worden ist. Just saying. So, immerhin mal ein Heimspiel. Na, das war jetzt ganz unaufmerksam, aber wir bleiben am Ball. Ja, vorbei, ja, schade. Mensch. Und wir kriegen einen Freistoß. Wir gerade was trinken, Mensch. Wer fault an genau dieser Stelle? Ist immer wieder erstaunlich, wie sowas passieren kann in meinen Augen. Wow. Ja, komm. Ja, nee, doch nicht. Doch nicht. Schade. Dabei war das echt nicht gut, nicht schlecht gespielt. Aber eben auch nicht wirklich gut. Also es geht besser. Aber ich habe mir dabei was gedacht, ihr seht das schon. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Wow. Ja, und jetzt würden wir uns zum Schluss nochmal ein Tor reinwürgen. Dankeschön dafür. Hey, nix da. Meine Güte, schau ich mal an, wie langsam diese Sau ist. Und dieser Spieler. 0-0. Schon wieder. Und jetzt erstmal der blöde Pokal. Das ist der IFL Cup. Ist, glaube ich, auch was Neues. Spielen wir es einfach mal. Oh Mist. Doch, wobei ist wahrscheinlich nicht reingegangen. Und ist das der Carabao Cup? Okay, es ist der Carabao Cup. Da stand nicht vor IFL. Es ist schon der Ligapokal. Ach Mensch. Also wenn mal ein Freistoß reingegangen wäre, dann sollte es doch eigentlich hier der Fall sein. Also der IFL Cup ist der Cup übrigens, bei dem wir bisher erfolgloser waren. Ich glaube, wir haben da gerade mal immer nur ein Spiel gewonnen, dann sind wir sofort ausgeschieden. Auf die peinlichste Art und Weise. So, endlich mal ein Saisontor in dem Pflichtspiel.
Schade, aber es wäre wahrscheinlich abseits gewesen. So, wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Schade. Und jetzt gibt es sogar noch einen Elfmeter für die, um Gottes Willen. Komm, heb ihn. Manchmal erwischt man halt einfach die falsche Ecke. Aber wir kriegen jetzt hier noch den Au oder die Kompensation dafür geschenkt, aber wir verschenken sie. Gut. So geht's. Direkt ins Elfmeterschießen, super. Wegen einer blöden Situation mal wieder. Oh, verschossen sogar. Hat das ist ja mal was. Oh Gott. Okay, den nimmt er voll. Komm, jetzt heb mal. Ich muss mal da schauen, wie stark der schießt. Oh, sehr gut gemacht. Ach. Gut, komm, komm. Ah! Gut gemacht, danke. Und jetzt ab dafür. Das kann nicht wahr sein, Mensch. Die wollen uns ja ausscheiden lassen. Puh, jetzt aufkommen. Mensch. Aber da hat sich, glaube ich, gemerkt, wo wir hinschießen. Es will nicht aufhören. Mensch! Ja, toll ausgeschieden. Meine Fresse nochmal. Bei wie vielen Minuten sind wir? Oh, kann ich den Part gleich beenden? Ja, das war's. Ende mit dem EFL Cup. Können wir uns voll und ganz, wobei wir haben noch den Emirates Cup, den FA Cup. So, 18. sind wir momentan. Gut, es wäre kein Abstiegsplatz, immerhin. Who the hell is Edgar? Nun ja, wir gehen jetzt gegen Burnley im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.